Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About, die Nummer 9. Heute mit einem neuen Gast mit dabei, mein lieber guter Freund KNX, Ivo. Unter anderem ein langer Wegbegleiter von mir, Musik, nicht nur musikalisch, sondern auch mein halbes Leben lang oder über mein halbes Leben lang. Ja. Gestern mal überlegt, 25 Jahre. Oh, kennen wir uns jetzt seit 1996? Ja, das habe ich noch nicht nachgerechnet, aber ja. Kommt hin. Filmemacher, Rapper, KNX. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hey, danke, dass ich hier sein darf und auch mich ein bisschen mit dir unterhalten darf. Ja. Ja, mit wem denn sonst als mit mir? Ich glaube, ich wäre der beste Gesprächspartner für dich. Wir kennen uns, wie gesagt, schon ewig. Stimmt. Angefangen, weiß ich noch, ich war wahrscheinlich 1,30 groß, 7. Klasse. Da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Du warst auf jeden Fall ein bisschen pummeliger, hattest einen Topschnitt. Das ist richtig. Und wir sind zusammen in eine Klasse gekommen. Das war so der erste Kontakt, den ich mich mit dir überhaupt erinnern kann. Ich glaube, vorher kannten wir uns gar nicht. Nee, du bist ja auch aus Refelde, also du hast ja in Refelde gewohnt und ich in Strausberg, eigentlich immer nur mein Leben lang 5 Minuten weit weg von der Schule und das war mein Radius damals. Das war dein Radius. So, ja. Ja, und dann habe ich dich irgendwann auch kennengelernt. Du hast ja auch damals auch noch eine ganz andere Frisur, schöne lange blonde Haare, sahst aus wie so ein Boyband-Verschnitt hier von und warst Take-Z-Fan. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Das stimmt leider. Ja. Das stimmt, nein, warum leider? Ich fand auch Gary Barlow war ein sehr guter Songwriter. Ja, und wir haben auch fast zusammen angefangen, Mucke zu machen. Das war dann aber zum Ende unserer Schulzeit hin. Ja. Ich hatte mit Pete die Band Skills Hills gehabt und ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ihr hattet dann, ich glaube, mit Caribbean Style. War das das allererste? Nee, ich habe angefangen, also ich wusste, glaube ich, zu Anfang auch gar nicht, dass du auch Hip-Hop machst, Rap schreibst oder halt dich irgendwie so in dem Gefilde bewegst. Und ich bin ursprünglich mal zu Hip-Hop überhaupt gekommen durch Röbi. Vorher war ich so ein kleiner verkapselter Technaut, glaube ich, so. Hab halt diesen ganzen Happy-Hardcore-Scheiß gehört, was es gab von, weiß ich nicht, Scooter über, ach, hast nicht gesehen? Und dann hat Röbi halt irgendwann mal, ein guter Freund, hat angefangen dann halt mal Rap anzuschleppen und hat dann halt so, wie er heute noch macht. Bei mir quasi, ich hatte halt den Computer, der schon einigermaßen gut war, er hatte noch so eine alte Krücke und dann haben wir halt, ich weiß nicht, darf man das sagen, so, haben wir halt Musik geladen. Im Internet drin. Im Internet drin, ja. Ja. Und haben dann halt gesammelt. Und dann sind wir in so ein übelstes Sammelfieber verfallen. So, ich erinnere mich. Irgendwann so 1000 MP3s da gehabt. Ah, reicht nicht. Wir brauchen noch irgendwelche skandinavischen Artists oder was. Und dann halt immer gesammelt. Ja, und dann fing das ja irgendwann an. Dann hat man halt so Savage gehört. Und dann hast du halt gedacht, so, ja, aber wär eigentlich geil, wenn man das auch selber mal machen würde. Und dann haben wir uns halt, also in unserer Sammlung befanden sich auch unzählige Instrumentals dann, weiß ich, von Still Dre, weiß ich noch, war eins meiner ersten Instrumentals, die ich richtig gefeiert habe, weil ich das ganze Dr. Dre-Album damals abgefeiert hatte. Und darauf habe ich dann mit Röbi tatsächlich so meine allerersten Zeilen geschrieben. Die waren dann aber echt noch so wirklich so Haus-Maus-Reime irgendwas. Und, ja. War das nicht irgendwas mit Master B und. Ja, Great A. Great Brother A. B. Ja, Mann, ich erinnere mich. Das hört sonst nie. Ja, aber. Stimmt, ich erinnere mich sehr. Genau, und dann auch und sogar mit Pinky. Also dann, das war noch vor Proberaumzeiten, oder? Das war noch weit vor Proberaumzeiten. Das war dann immer bei mir im Kinderzimmer, wenn man so will, und bei Röbi im Kinderzimmer. Und, ja, das ging halt so weiter, hat man halt geschrieben, dann hab ich halt irgendwann halt auch noch Beatbox für mich entdeckt, dann Razzell und sowas, wo ich dann halt völlig beeindruckt war, wenn da auf einmal zwei Geräusche gleichzeitig aus einem Mund kamen. So, und dann wollte ich das halt irgendwie machen, dann hab ich da, durch das Beatboxen habe ich dann Boogie Dan halt irgendwie kennengelernt, der konnte das damals schon richtig geil. So, dann habe ich mit dem so ein bisschen dann mal rumprobiert, auch bei Röbi im Kinderzimmer. Und dann... Ja, und dann ja, gefühlt war irgendwie der ganze Freundeskreis, mit dem du dich umgeben hast, hat das Fieber gepackt. Dann haben alle auf einmal haben irgendwie Rap-Texte geschrieben. So, und bei den einen war es halt geil. Und bei den anderen war es dann halt so, dass du schon sagtest, so, ja, cool. Und ja, das hat sich dann halt so ein bisschen rauskristallisiert, dass man halt ein paar mehr Texte dann geschrieben hatte, ein bisschen dann, und dann halt dann, das dann halt immer schon irgendwie so auf die
auf die halt fertigen Ami-Beats irgendwie raufgepackt hatte, die man dann halt so da hatte. Weil ich hatte nie die Möglichkeit, früher irgendwie selber Musik zu machen. So richtig, hatte keine Programme und gar nichts, hatte mich da auch irgendwie nicht reingefuchst oder hatte auch da zu dem Zeitpunkt noch nicht den Drang, mich da irgendwie reinzufuchsen. War nicht sogar einer deiner ersten Texte ein englischer Text? Ja, aber... Irgendwie habe ich das gerade, kommt mir das gerade irgendwie... Das war aber noch ein bisschen später, da habe ich dann auf Drum and Bass habe ich dann irgendwie so einen englischen Text mal irgendwann verfasst. So, aber auch den kann ich auch gar nicht mehr. Ist auch egal. So, und ja, und dann irgendwann kam es dann halt so raus, dass du dein eigenes Ding dann da in Rehfelde, Buko-Raum, Märkische Schweiz irgendwie gemacht hattest. Das habe ich viel in Zinnlauf bei Pete damals und dann, wie gesagt, unser Proberaum war ja in, nicht wieder was Falsches sagen, Buko. Ja. Das weiß ich gar nicht. So, also. Hinterm Club hinten. Ja. Dieser Garagending ist da. Und dann sind wir irgendwann mal auf ein Konzert von euch gefahren. So, halt auch der ganze Freundeskreis dann dahin. Und das war in Eberswalde? Bad Freienwalde oder so? Ja, die Gegend. Irgendwie so. Haben wir viel gespielt. Damals. Und da bist du mit Pete dann aufgetreten und hast dann halt schon, du hast dann halt schon voll so, du hast halt ein Set, du hast, weiß ich nicht, was waren das, 7, 8 Tracks ja, damals? Maximal. Vielleicht, aber immerhin, du hattest halt ein Set. Dann hattet ihr auch noch einen DJ hinter euch stehen, so. Mhm. Und ich immer halt vorher immer nur auf... Im Kinderzimmer. Ja, im Kinderzimmer, wenn man das so, ja, Jugendzimmer. Und, und das fand ich, da war ich übelst geflasht, so. Das, wie weit man denn schon sein kann, quasi. Und selbst wir waren ja Alter. Nicht, das gab ja Leute, die deutlich weiter waren, als wir auch zu der Zeit, wenn ich jetzt an Chef und Fix denke, zum Beispiel. Ja, aber das waren ja auch damals, das waren schon die Großen, so, also ja. Für mich, das waren halt, die hatten ja schon so ein Standing, die waren ja schon da. 3, 4 Jahre älter, das macht in dem Alter auch viel. Ja. Die hatten ja auch schon die Base, die hatten ihre Fans so und das war halt sowas, ich weiß nicht, also das war halt so vom Gefühl, man gibt ja Leuten, denen schreibt man zu, so quasi, die sind halt schon so, die sind halt schon stark, die dürfen so stark sein und dann gibt es halt Leute, mit denen vergleicht man sich, ja. Wie das warst du dann halt in dem Moment so, weil wir waren halt eh eine Klasse und dann warst du auf einmal auch schon wesentlich weiter, so, und da weiß ich noch, da war ich übelst geflasht, so, und dann... ich weiß nicht, ob ich irgendwelche krassen zeitlichen Sprünge gerade mache, kam es ja irgendwann so weit, dass du dann auf mich zukamst, glaube ich, oder auf Paul und mich und gefragt hast, ob wir nicht mal was zusammen an den Start bringen wollen. Oder ob das Pete's Initiative war, das weiß ich gar nicht. Ich bin der festen Überzeugung, Caribbean Style ist für mich der erste Song, den wir zusammen gemacht haben, überhaupt. Ja, den... Caribbean Style. Und das war meiner Meinung nach... Schon im Proberaum. Nee. Glaube ich nicht. Proberaum war erst 2003 oder so, ne? Nee, auch das nicht. Das war 2002 hat das angefangen. Das war halt am Ende, so zum Ende von unserer Schulzeit. Da hatten wir das dann schon? Kurz für unsere Zuhörer, Proberaum, wir reden so ganz normal darüber. Mhm. Ich hatte schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, war unser eigener Jugendclub von uns selbst geführt damals. Also es war kein Proberaum, nur dass ihr alle Bescheid wisst. Genau, Caribbean Style. Ich bin der Meinung, dass Caribbean Style eher von dir und Paul auskam, nicht von mir und Pete. Weil ich glaube, vom Vibe her ist das auch eher ein Paul-Song gewesen. Ja. Ja, das kommt hin. Der hat, genau, das haben wir jetzt auch noch gar nicht erzählt. So, Paul ist halt auch einer aus dem Freundeskreis gewesen, der es dann halt auch noch wesentlich weiter gemacht hat als dann andere zum Beispiel. Und, ja, ich glaube, der hat dann halt, irgendwann hatte der halt den Refrain, den fand ich dann geil, von Caribbean Style und dann, er hatte dann schon eine Strophe fertig, ich habe die dann auch fertig geschrieben und dann haben wir dich gefragt, ob du nicht auch Lust hast, da eine Strophe drauf zu schreiben. Ja. Und dann ist der Song, glaube ich, ganz geil geworden damals so, also für damalige Verhältnisse halt. Der wurde auch, glaube ich, nie recorded, außer dass er mal vielleicht auf irgendeinem Proberaum-Mitschnitt-Tape oder so drauf war. Ich habe ihn nie gehört. Es gibt, glaube ich, eine Aufnahme von Pauls Hochzeit. Wo wir ihn live gespielt haben. Ja, aber das ist ja gut, das ist ja dann nochmal ein Zeitsprung von 10 Jahren. Oder? Ja, ja. Und genau, wie gesagt, und dann kamst du und dann gab es diese Proberaumzeit, diesen ominösen Proberaum, der die Hälfte zum Xbox-Zocken benutzt wurde und... Eigentlich zum Kiffen. Und dann auch mal zur Musik machen. Das war unser Rückzugsort, so, ja. Wo man nach der Schule hingehen konnte, keiner eigentlich genervt hat. Ja. Wo man zocken konnte, Mucke hören konnte und seinen Kumpels abhängen konnte. Genau. Und dann kam halt, genau, und dann wie gesagt, und ich hatte nie die Möglichkeit früher, oder ich hab halt nie, ich hab
ich hatte dann, irgendwann hatte ich halt Reason so als Programm da und habe halt angefangen, Beats zu bauen. Die waren dann aber auch alle noch so absolut unterklassig, weil man vergleicht sich ja dann auch die ganze Zeit mit einem Dr. Dre oder halt mit Deutsch-Hip-Hop-Beats, so, die dann da sind, die ja früher auch viel gesampelt haben. So. Samplen hast du dann mit Reason nicht gemacht, weil du hast ja dann deine MIDI-Töne da gesetzt. Ja, aber das kam erst voll spät mit Reason. Ich weiß nicht, dass wir am Anfang voll die Probleme hatten, an Beats ranzukommen. Auch schon nur mal mit Soundergang und so. Ja, ich weiß. Ich meine ja gerade, ich hab da halt dann schon rumgebastelt und ich hatte dann halt Beats, die du aber nicht Beats nennen konntest. So. Weshalb man ja immer wieder dann auf diese Ami-Beats dann zurückgegriffen hat, auch wenn man dann halt irgendwie vielleicht mal irgendwo sich hingestellt hat. Weil die Beats konntest du halt nicht anbieten, die ich dann da so fabriziert hatte. Und dann kam das halt mit Pete und dir und halt mit Tille. Da hast du schon mit Reason gearbeitet? Ja. Krass. Also ich glaube mit Reason, dann so ein bisschen halt mit Steinbergs Wavelab oder so, wie es früher hieß. Stimmt, so rumgebastelt. Dann kam Tille. Tille kam da so mit als Beatbauer als erstes. Genau, und das war dann das erste Mal, dass ich so das Gefühl hatte, jetzt können wir mal irgendwie Musik machen auf einem Beat, der wirklich einem selber gehört. Oder halt, dass du halt einen DJ hast, der dann halt, wenn es halt irgendein Beat war, der jetzt noch nicht free war irgendwie, der dann halt aber auf dich gecuttet hat, der dann halt wirklich dann den Refrain dann gebracht hat, wenn du ihn brauchtest und nicht, dass man mehr irgendwie Texte schreiben musste auf 12 Takte, weil der halt jetzt auf 12 Takte war. Und so. Und das war geil. Und es war dann halt für mich dann nochmal so ein Step weiter. So, im Musikgeschehen. Ja, das ist immer ein Riesen-Step. Vorher war es eigentlich Texte schreiben und darauf aufsagen quasi auf fremde Sachen. Und dann ab dem Moment war es dann eigentlich erst wirklich eigene Songs machen. So. Ja. Ja. Ich verstehe voll, was du meinst. Ich hätte das viel später eingeordnet, zeitlich, mit den eigenen Beats. Ich weiß noch, dass ich damals die ersten, die wir so kennengelernt hatten, war so Magnum Click, die eigene Beats hatten. Kannst du dich noch an Magnum Click erinnern, aus Erkner oder so? Ich kann mich daran erinnern, aber ich hatte mit denen selber nicht viel zu tun. So um Norman Beats und so. Und die hatten dann schon ihre eigenen Beats, auch ganz schlecht, wenn du dir die jetzt anhörst noch und so. Hm. Aber die hatten auch ihre eigenen Beats und da war ich auch voll ultra neidisch drauf, dass die schon ihre eigenen Beats hatten. Aber ich glaube auch Fix und Chef hatten damals auch schon eigene Beats von Olli und Tacke und so. Ja, und durch den Proberaum, das war ja da oben beim Kuhstall, diese Baracke direkt neben dem Kuhstall, wo dann halt auch nur Klutsch hatte, glaube ich, die Punkband aus Strausberg, die hatte, glaube ich, da ihren Proberaum, dann hatte Rodney da sein Trommelproberaum da, sein Drummerproberaum und Zone 23, genau, darauf wollte ich hinaus. Und Faxer halt. Ja. Und dadurch ja auch dann, ich komme auf den Namen nicht, der war aus Erkner, nämlich auch. Wie heißt er denn? Der Dante. Dante, ja. Genau. Der mit dem Rucksack, ne? Immer auf der Bühne früher ist, ne? Der Rucksack, ja. Ja. Und wie ist ein Dante. Ja. Und, genau. Und dann fing es halt auch für mich so ein bisschen an, dass ich dann halt immer mitgekommen bin. So, mit euch dann halt irgendwo hingefahren bin und dann ist man halt so auf einmal bei dem in der Wohnung gewesen. Da waren wir, glaube ich, mal bei Dante in der Wohnung und überall lief halt dann immer Hip-Hop und dann wurde gefreestylt und dann hast du da mitgemacht und ich war halt dann auch, weil ich halt noch nicht so viel dann auf der Bühne war und noch nicht so viel in den Kreisen verkehrte, weiß ich noch, war ich auch mal sehr schüchtern. So, und ja, ich glaube, wir beide auch immer. Ich brauchte mal richtig, richtig lange, um warm zu werden. Um warm zu werden. Und so ein bisschen Treibstoff, sag ich mal so. Und irgendwann ging es dann. Immer. Und dann war ich immer so auf so einem Level und dann konnte ich auch für meine Verhältnisse so mithalten dann mit anderen. So, aber so richtig der Freestyler war ich nicht. Ich hab immer gerne so eingebrödelt und für mich Texte geschrieben. So, ich habe im letzten Podcast gehört, wie Mike und Mitch gesprochen hatten über, dass man halt so viel darüber nachdenkt, über Texte und dann liegen lässt und dann wiederkäut dann quasi und dann überlegt, ist es denn jetzt wirklich das Richtige und so. Und da war ich auch viel zu sehr dran, habe ich voll wiedererkannt, als ich das gehört hatte. So, dass das, weil das war ich halt so. Ich wollte halt immer wirklich das perfekte Wort an dieser Stelle haben mit der perfekten Anzahl an Silben und so. Und das hat mich dann halt auch immer, das hat mich sehr viel Freiheit gekostet, glaube ich, einfach free was zu machen. Und wenn, und das musste ich auch viel lernen, so. Ich glaube, bei Saunagang hast du auch immer am längsten geschrieben von allen. Ja, kann sein. Kann sein. Weil ich halt immer so übelst am Frickeln war. Und, ja. Und ich musste halt auch immer erst das lernen, dass ich schreibe es erstmal auf, so, und dann steht das so da.
Und das kommt schon von ganz alleine. Wenn du es dann dreimal durchgehst, so beim Einrappen oder sowas, dann biegt sich die Silbe, selbst wenn nicht zu viel, es biegt sich da schon irgendwie rein. Oh. Das Ganze. Und ja, also so war ich schon immer. So, keine Ahnung, immer viel zu viel dran rumdoktern an Texten. So. Und immer eine Silbe zu viel rein und dann nicht auf der Bühne nicht wissen, wie man atmet. Das ist bei mir genau andersrum. Ja. Ich habe früher immer nur drauf losgeschrieben. Und dann, wenn der Text fertig war, war er fertig. Und dann habe ich da auch nicht mal dran rumgedoktert. Und mittlerweile doktere ich mehr. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich größere Erwartungen an mich selber habe, was so Struktur und Reimschemen und sowas angeht. Und das ist halt die Frage, ist das gut? Ist das, also macht es das professioneller in deinen Augen? Oder ist das, verliert das dadurch an Emotionalität? Weil manchmal so, manchmal, weiß ich nicht, hast du ja irgendeinen Text, sowas, weiß ich nicht wie. Ich mach's ja nicht immer. Also ich kann das mit Emotionalität war ein gutes Wort. Also so ganz emotionale Songs, zum Beispiel wie Mama, den habe ich, glaube ich, am Stück geschrieben. Ja, einfach. Genauso, hätte ich dich darauf angesprochen, weil das hört sich halt auch so an, als hättest du es einfach bloß so rausgeschrien, quasi aus dir. Aber es gibt auch Songs, wo ich lange dran gearbeitet habe. Ja. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, welcher. Eigentlich waren die alle so. Und dann mal auf Rec geklickt. Und dann, ja. Vergessen. Wo waren wir gerade? Wir waren bei Emotionalität von Songs. Ach, ja. Und ja, im Grunde waren wir immer noch Bandproberaumzeit gerade. Und ja, und dann kam. Vorband? Was ja dann. Für mich eine ganz wichtige Zeit gewesen. Musikalisch, weil auch mit Paul und Felix. Genau. Also Paul sein Bruder, ja. DJ Triple S und De Facto. Das war eine echt geile Zeit. Da haben wir auch relativ viel gespielt. So kleine Minigigs, kleine Festivals. Auch Oboa und sowas, also so kleinere Stimmt. Sachen. Ja. Ja. Das hat immer richtig Spaß gemacht. Genau, und dann ging das ja so über in Saunagang. Ja, das recht fließend, ne? Ja. Also Paul konnte dann halt irgendwann nicht mehr, weil der ist wegen Ausbildung weggezogen. Und dadurch hat sich das halt dann einfach entfernt voneinander. Und man konnte sich nicht mehr so oft treffen, irgendwie was machen zusammen. Und dann kam Saunagang und hat, dann haben wir halt, genau, dann haben wir Sodi und Yasuo 8 halt getroffen, so, was ja auch zwei Brüder wieder waren und von denen wir auch erst überhaupt nicht gedacht hätten, dass... Stimmt, immer nur mit Brüdern gearbeitet. Dass die selber auch aktiv was machen und dann zeigen die auf einmal was die gemacht haben und das war dann, fanden wir dann auch geil und dann haben wir gedacht, ja, lass uns mal was zusammen machen, aber lass uns da mal ein eigenes Projekt Projektnamen finden, der sich ja dann daraus ergeben hat, dass wir das bei dir aufgenommen haben in einer Sauna. Ja. Im Keller, in der Sauna. Ja. Aber das war eigentlich gar nicht geplant, soweit ich mich erinnere. Also die erste Saunagang-EP war gar nicht geplant. Wir haben uns einfach ein Wochenende bei mir eingeschlossen und dann kam die raus am Ende. Ich glaube, das war nicht geplant. Nee. Das ist einfach passiert. Ja, also wir sind schon mit der Intention hingegangen, Mucke zu machen. Ja, ja, wir wollten zusammen Mucke machen, ja. Aber dass da dann innerhalb von 2 Tagen eine komplette EP mit 7 Songs... Und das war auch das erste Mal, dass ich dann irgendwie Hardware in der Hand hatte, irgendwie eine Scheibe, auf der ein Song drauf war, mit Freebeats, zwar immer noch, aber... War nicht Verbale Faust noch vorher? Nee. Das war danach? Das kam danach. Okay. Ja. Genau. Und dann gab es da ja auch nochmal eine zweite EP, die dann aufgenommen wurde mit den beiden. Scharf wie Sau. Und dann haben... wir beide ja noch zusammen im Vorstadt, im Pio quasi den Workshop gemacht wird, was du gerade schon gesagt hast, Verbale Faust, wo dann auch wieder eine CD entstanden ist. Und das war ja dann auch der Punkt, wo wir quasi jetzt die Jungs hier kennengelernt haben, also oder besser kennengelernt haben. So, also Fix kannte ich vorher schon so ein bisschen und Alex, aber dann halt Henk noch mit dazu und Zenit. Und genau, und dann kam halt die Connection irgendwie zustande. So. Und darauf, um jetzt mal so ein bisschen da durchzurattern. Um jetzt mal einen kleinen Schwung zu kriegen. Damals hast du die ersten Videos auch produziert mit für Chef unter anderem, ne? Das war ein Uni-Projekt von mir dann. Das habe ich dann gleich quasi, ich sollte ein Musikvideo produzieren für mein Uni-Studium damals. Und
Das war dann Paradox-Album Ich bin ein Freak. Mhm. Sogar vor Greenscreen. So. Aber das ist halt jetzt auch was, das kann man sich heute auch nicht mehr angucken. Also war cool irgendwie für die Zeit. Kann man sich ja noch angucken. Guckt euch an auf YouTube, Chef, ich bin ein Freak. Chef Scharlatan noch damals. Ist sogar noch um 4 zu 3. 4 zu 3 ist immer gut. In Oldschool. Ultra, Unter HD. Immer noch geil. Ja. Aber ich glaube auch, sowas wie ADS hast du produziert. ADS habe ich auch produziert. Nachbar hast du produziert, glaube ich. Teilweise. ADS habe ich nicht produziert. Das war Sebastian. Aber da habe ich halt am Dreh auch, also Henk, da habe ich, am Dreh aber mitgewirkt. Da bin ich mit der Kamera und, ja, Kameramann und zwei nackschen Typen und einem Einkaufswagen durchs Kaufland geheizt. Und ich mit der Kamera hinterher. Und dann hatten wir da so eine Minute Zeit, bis so gecheckt haben, da sind da gerade zwei Nackte mit einem Einkaufswagen im Kaufland unterwegs, so. Und dann weiß ich, da dann halt Mucke gedrückt, so ein bisschen auf Affenbande dadurch. Auch ein sehr, sehr geiles Video. Und dann kam da, glaube ich, irgendwie auch Securities dann irgendwie, die eine, oder das Kassierer gewesen sein, kam da hinterher gehirscht und wir dann so über die Drehkreuze da von den Kassen gesprungen, so, und raus. Und fertig war der Dreh. So. Und das gleiche, glaube ich, nochmal am Bahnhof Strausberg Stadt. Ja, und im Handelszentrum, glaube ich, auch. Und im Handelszentrum, stimmt. Ja, stimmt, die Affenbande war an mannigfaltigen Stellen. Mr. Bright and Shiny. Ja. Ich glaube, die Nucky Dice. Genau, aber letztendlich, glaube ich, geschnitten und sowas hat alles, hängt es dann, das Video. Ja. Ich habe dann halt da gefilmt und das Nachbarvideo, das habe ich aber komplett gefilmt. Aber das ganze organisatorisch drumherum, das hat, glaube ich, Fix noch gemacht. Und die ganzen Requisiten und so und das ganze an, also die ganze. Das ist auch ein geiles Video, das Nachbarvideo. Das Nachbarvideo, ja, das finde ich auch immer noch geil. So, obwohl es schon so alt ist. So, oder vielleicht, weil es so alt ist. Ja. Auch. Und damals war es geil. Ja. Und ja, genau. Ja, ich habe das angesprochen, weil du ja immer noch fleißig Videos produzierst und Videoproduktion fleißig machst. In letzter Zeit unter anderem von uns auch Videos produziert hast, wie zum Beispiel Pillepalle, warst du Kameramann? Da Pillepalle habe ich Kamera gemacht. Dann bei Wedding hast du komplett produziert. Wedding 65 habe ich komplett gemacht. Dann halt hier unser beider Video. Neonlicht hast du komplett produziert. Das war auch ein sehr, sehr geiles Video. Habt ihr euch viel zu selten angeguckt dafür, dass es so ein geiles Video ist? Guckt mal rein nochmal. Hört auf sie mal. Und dabei. Und dann war ich bei La Vida Loca habe ich auch noch eine ganz kleine Rolle gespielt. Ah, stimmt, so. Du hast die Drohne geflogen bei La Vida Loca. Und fast geschrottet. Im Strommast oder wo? Nee, im Baum. Vorne hat die Sensoren, die anzeigen, ob da ein Hindernis kommt, aber an der Seite nicht. Und ich bin seitlich geflogen und das war das Problem. Okay. Aber alles gut, sie lebt noch. Ja, die Aufnahmen sind noch gut geworden. Genau. Wedding hat auch wunderschöne Drohnenaufnahmen im Wedding. Drogenaufnahmen? Auch. Drogenaufnahmen auch. Wunderschöne Drogenaufnahmen im Wedding. und teilweise ist das Videomaterial von deiner Drohne sogar im Away-Tapeten-Video gelandet. Habe ich gehört. Auch noch. Ja, muss ich hast du noch nicht gesehen? Ist eine Hausaufgabe. Hast du noch nicht gesehen? So ein erfolgreicher Song, der ging auch durch die Decke. Ich weiß. Fahren 30.000 Aufrufe mittlerweile. Cool, ja geil. Geil, ja. Auch den natürlich weiterhin ordentlich ballern. Und ja, genau. Und also ich sag mal so, und so Musikvideos mache ich halt gerne. Das ist halt was, da hast du Spaß dran. Das machst du halt gerne. Und aber also mein täglich Brot mache ich dann aber halt auch so durch Imagefilme, durch Interviews mit Menschen aus der Politik und oder kleine Animationen, Erklärvideos für so Sachen. So, und dann kannst du dich natürlich austoben in Musikvideos. Und dann da hast du dann halt keinen im Nacken außer euch. Vielleicht dann sagen, nee, guck mal hier, mein Doppelkinn und so, mach mal lieber die andere Aufnahme. Ja, der Pickel da retuschiert den weg. Genau, vor allem du. Ne? Ja, ja. Und dann, bist du halt viel freier, so in der künstlerischen Gestaltung von Schnitten und allem. So, ne? Ja, aber wir sind schon recht mäglich, ne? Nee, seid ihr nicht. Eigentlich seid ihr also ziemlich zahm. Nee, bei dir gibt es auch nicht viel zu mäkeln immer, muss ich tatsächlich sagen. Achso, nee, ich hab gelernt, auf gar keinen Fall Handshakes. In euren Videos. Ja. Handshakes machen nur deutsche Hip-Hopper. Ja, wir haben einen Handshake bei uns im Neonlicht. Ja. Ist ein Handshake drin. Aber der war wichtig. Ja, der war ganz wichtig. Der ist für die Story ganz wichtig gewesen. Weiß noch, sonst wäre die Story nicht aufgegangen am Ende. Ja, Handshakes dürfen wir nicht mehr machen, das stimmt. Aber das lernt man auch mit der Zeit. Ja. Ich
Ich mag Handshakes. Wir haben auch meistens immer Videos viel für andere produziert, wenig für uns selber. Es gibt zum Beispiel keine Saunagang-Videos, keine Vorband-Videos. Nee, das ist ja das ist halt auch das Ding so. Ich habe mich dann ja irgendwann auch von der Musik entfernt, sag ich mal. Ich höre es gerne, ich höre gerne, was ihr macht heute. Ich feiere das, was ihr macht so. Ich finde es geil, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr weiterhin auf einem noch höheren Level produziert, als es eh schon immer der Fall war. Aber ich habe dann halt irgendwann gesagt, so, ich glaube, ich bin besser darin, weiß ich nicht, Bilder zu sehen, zusammenzuschneiden, filmisch irgendwie was umzusetzen. Und habe mich dann halt darauf konzentriert. Und dann, wenn man halt dann so an mehreren Töpfen kocht, so, da werden halt beide Töpfe nicht gut. Deswegen macht man dann lieber einen halt weiter. So. Was nicht heißt, dass ich nicht gerne vielleicht nochmal irgendwie noch mal ein Part oder sowas machen würde irgendwo oder so, aber also jetzt nicht mehr, sage ich mal, dass ich jetzt sagen würde, so ich werde professioneller Musiker. Ja, ich finde das sehr, sehr, sehr schade, ehrlich gesagt. Ich habe immer sehr, sehr gern mit dir Musik gemacht. Wir hatten ja auch mal, mit dir natürlich. Ich glaube, letztes Jahr oder noch vor Corona hatten wir uns mal zusammengesetzt und versucht, was zu schreiben, glaube noch für mein Album. Ja. Was aber auch nicht hingehauen hat, da haben wir dann lieber getrunken und geraucht. Asche auf mein Haupt, da bin ich dann halt auch immer... So, sehr schade. Und die Leute denken sich jetzt, wieso, ja. Er macht jetzt schon Ewigkeiten keine Musik, da kam noch Neonlicht raus. Was die meisten nicht wissen, der Song ist von 2006. ist wirklich so alt? Ist er von 2006? Ja. Der ist von 2006 geschrieben gewesen. Das Einzige, was neu war, war der Beat und das Video. Ja, stimmt. Und auch der Beat hat zweimal gewechselt zwischendurch. Ja, wir hatten drei verschiedene Beats, hatte der Song. Und letztendlich, der aktuelle Beat ist produziert von Henk und Safrio. Ja. Sehr chillig geworden. Ja. Das Original war so ein Elektro von mir irgendwie damals, das weiß ich noch. Hm. Ja, stimmt. Ganz anstrengender, ekliger Beat. Aber der war irgendwann weg, oder? Nee, der war einfach zu scheiße. Mir wurde immer gesagt, der ist weg. Aber das war dann wahrscheinlich Planung. Mein Kackbeat, nicht der Beat von Henk, der sogar so, den wir vorher hatten. Henk hat doch irgendwann damals schon mal einen Remix gemacht. Deswegen gab es ja drei Versionen von diesem Song. Ja. Es gab das Original auf dem ekligen Offerbeat. Dann gab es den überfetten, fand ich fast mit am geilsten, die Version von Henk. Und dann gibt es die Original-Chill-Version, die Videoversion quasi. Ja, die finde ich auch geil, weil die halt doch dieses... Ja, die ist auch mega fett. Die kam ja dann, da wurde der Beat ja quasi nochmal gemacht, nachdem das Video gedreht wurde sogar. Ja. Und dadurch kam, glaube ich, durch dieses Dach und diese Sonnenuntergangsstimmung kamen halt noch diese chilligen Vibes dann da irgendwie rein. Und das fand ich dann auch sehr geil. Das ist, ich glaube, auch, dass es nicht so oft passiert, dass ein Beat produziert wird auf ein Video. so war es eigentlich. Ja. Dieses Video war fertig, ich weiß noch, dieses Video war fertig auf diesen alten Beat von Henk, auf diesen geilen Remix-Beat. Ja. Und dieser Beat ist verschwunden. Der war nicht mehr da. Wir konnten diesen Song nicht mastern fürs Video. Ja, scheiß auf den Status quo, Mann. Also jetzt werden immer Videos erst gemacht und dann Beat. Immer erst die Videos drehen und dann die Beats. Aber ich finde, dadurch passt Video und Beat auch perfekt zusammen irgendwie. Ja. Schönes Ding gewesen. Schönes Ding gewesen, Neon nicht. Ja. Ja, was können wir in Zukunft von dir erwarten? Hast du noch Bock für uns Videos zu produzieren? Klar, also wenn das zeitlich passt, können wir da immer gerne zusammenfinden, so an der Stelle. Was ja, hast du ja gesagt, vielleicht noch hier 1000 Pirouetten, hast du mal gesagt. Ja, und dann kam Corona. Und dann kam Corona. Ja. Ja, aber das wird ja jetzt auch so besser. Pläne dafür. Ich hatte eigentlich große Pläne für den Song. Ja. Ich weiß es nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, ein Jahr später dazu noch ein Video zu produzieren. Na, dann musst du halt nochmal ein neues Lied machen. Ich mache ein neues Lied. Oder was? Ja. Ich mache ein neues Lied. Schön. Und dann machen wir dazu ein Video. Auf jeden Fall. Ein knackiges. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Ich habe jetzt die Uhrzeit nicht im Kopf, aber ich finde, das ist ein wunderschönes Ende von einem wunderschönen Gespräch. Finde ich auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass wir uns seit 25 Jahren kennen und davon, glaube ich, 4 Jahre zusammen gewohnt haben. Ja. Eigentlich wollte ich noch lustige Zusammenwohnen, WG-Geschichten erzählen. Das dann in der nächsten Story. Ich habe noch eine coole Geschichte. Ich habe mir eine Geschichte, die ich mir vorbereitet. Weil das war, ich wohne ja mittlerweile mit Mitbewohner 16, 17, 18 oder so in der WG. Mhm. Und es gibt eine Sache, die ich vermisse, seitdem ich nicht mehr mit dir zusammenwohne. Die Pfanne. Die Pfanne, nein. Ja. Nicht die Pfanne, sondern, kannst du dich daran erinnern, egal
wir saßen immer in unseren Zimmern, haben gearbeitet oder gezockt oder irgendwas und einer hat immer angefangen zu pfeifen, eine Melodie. Irgendjemand hat immer eine Melodie gepfiffen und automatisch, der andere konnte nicht widerstehen und hat diese verfickte Melodie zu Ende gepfiffen. Und das war so ein Muss, wenn einer irgendwas gepfiffen hat, so in der WG war irgendwo ein Pfeifen zu hören, dann musste der andere diese Melodie zu Ende pfeifen. Ich weiß nicht, aber ob das jetzt so generell unsere WG-Ding war. Aber doch, das hatte ich danach nicht mehr. Mit allen anderen Mitbewohnern nicht. Weil andere Pfeifen sind. Nee, naja. Aber das war ich sie noch, das war sehr, sehr schön. Nee, aber es ist einfach so, wir hatten halt immer alle den gleichen Ohrwurm, weil halt irgendeiner dann immer in der Küche gegangen ist, Kappe holen, weiß ich was, und dann halt irgendwas getrellert hat. Ja. Und dann kam der nächste dann hat sie gefragt, hey, ach krass, das sind die gleichen Song. Ja, krass, du auch? Ja, so ist WG-Life. Ja. So ist WG-Life. Ja, das war's mit LTA Nummer 9 mit Mr. KNX. Geht auf seine Seite knxgraphics.de, blenden wir euch auch nochmal ein. Zieht euch rein, geile Sachen macht der Junge. Guckt auch natürlich bei uns auf dem Kanal. Drückt Abo, ich glaube da so. Abonnieren, die Glocke, verpasst nichts. Und schön, dass ihr dabei wart bei LTA. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Gern. In die Box.